Das ist eigentlich im Moment das Schnellste, wobei hier man sagen muss, die liegen alle ein bisschen auseinander. Die zwei sind 3 Wochen älter wie er. Da muss ich da anstrengen und sie ist noch mal eine Woche jünger. So, also das ist das hier, die Essenz, wo man sagen kann jetzt hier von 3 Würfen. 1, 2, 3. Von 3 Würfen. Wo wir jetzt in die engere Auswahl der Zucht nehmen. Wobei wir auch hergehen natürlich und haben hinten dran nochmal dann gleich nochmal den Ersatz stehen, wenn da von denen irgendwas passiert. Also irgendwas wird sich hier tun. Wobei er, da muss man aufpassen, das ist ein reiner Rottyphund hier, mit viel, auch aber trotzdem jetzt hier mit sehr viel Appell, das ist sehr gut hier. Und dann läuft er vorne. Mal gucken mal, was da jetzt passiert. Auf jeden Fall äußerst schwierig, die ganze Sache. Und ich habe jetzt auch klein wenig hier ein bisschen, ich klemme auch ein bisschen jetzt, wenn ich jetzt die aufmache. Nicht, dass da einer hier ein bisschen da, ach, ich habe da noch einen vergessen. Noch einen vergessen, den Mistral, den Bruder zu ihm. Das ist jetzt der Unterschied, ist eben, dass da ein reiner Blau, Typhund da ist. Voll dich. Mistral. Mistral. So, hoffentlich passiert da jetzt nichts. So, im Moment. So. Blautyphunde sind immer ein bisschen sanfter, aber konzentrationsfähiger. So, also Mistral und Zyklon sind Brüder. Dann hier, aha, da geht schon durch, alles klar. Mein lieber Mann, habe ich noch Arbeit. So. Thank you.
Also weitgehend übersprungshandlungsfrei ist erstmal Zagator, ist Mistral und ist Jumanji. Das hier ist wohl super schnell. Rubido! Aber eben sehr rot gefärbt und die Rute ist auch nicht besonders gut. Losverhalten. Wir müssen jetzt mal schauen, auch wenn was passiert, wenn sie das Geschirr aufgelegt kriegt. Aber da muss man ganz aufpassen, ganz genau aufpassen, was man dann später, wenn sie wirklich super sein sollte im Geschirr, was da als Dickpartner rauskommt. Als solches wird es hier dann schlimm im Zwinger. So. Beim Zagato. Allez!